Ja, erstmal herzlich willkommen zum Mod & Coy Blog. Hallo Philipp. Ja, hallo Martin. Ich bin heute auf dieser besagten Rundreise durch die Schweiz mit deinem Mitarbeiter Philipp, wo sich die Leute haben bewerben können. Und der zweite Kunde, den wir besuchen, bist du. Klingt mir ein bisschen nach unlauterem Wettbewerb bei der Auswahl der Teiche. Hatte Glück bei der Auslosung. Hattest du Glück bei der Auslosung. Ja, eigentlich sollte heute Andi da sein von Cäsargarten in der Schweiz. Ja. Den wir das letzte Mal so am Rand gezeigt haben, aber er hat es irgendwie verpeilt und hat geschrieben, er soll Bäume aussuchen in der Schweiz. Ich habe da ihm zu viele weggekauft. Ah, okay. Jetzt ist, so ein Bonsai. Ja, genau. Ja, also ist sehr schön geworden, reduziert, nicht überladen. Und perfekt. Wie mein Freund Hans mir erklärt hat, die Kiefern, sehen Sie gleich alle, die Kiefern bringen die Schwere, das Solide in den Garten und die Ahorne dann die Leichtigkeit. Dann finde ich ein schönes Verhältnis aus beidem. Und vor allem, du hast ja nicht deine traumhafte Aussicht verbaut. Nee, also mit diesem vielleicht ein bisschen, aber passt perfekt ins Bild eigentlich. Ja. Und ist so geworden, wie du es wolltest? Ich denke ja, weil ich hatte ja nie ein Endbild in diesem Sinne. Wir haben ja immer wieder Step by Step was Neues gemacht. Und ich bin sehr positiv überrascht. Und wahrscheinlich, fast schon stolz. Fast schon stolz. Du auch sein. Und wahrscheinlich bist du auch Gott froh, dass der Wahnsinn jetzt ein Ende hat, oder? Ja, ich bin froh. Es ist jetzt zwar ziemlich gegen Ende Saison fertig geworden, aber die Koi sind ja noch fit, wie man sieht. Wie viel führst du am Tag dran? Ja, ich denke um die 2 Kilo Moment noch. Wahnsinn. Bei 17 Grad, aber die fressen ja und fressen und fressen, man sieht es ja. Und nee, es ist perfekt, alles gut. Dein Wasser ist auch noch mal besser geworden. Ich sehe, du hast den einen Teil vom Teich hast du schon abgedeckt. Die eine Hälfte haben wir schon abgedeckt, weil wir hier halt am Hang sind und haben halt sehr viel Wind und Biese. Und bei dieser Oberfläche kühlt es halt relativ schnell aus. Darum haben wir mal eine Hälfte abgedeckt. Ja. Hast du eigentlich Buch geführt, wie viele Fische jetzt im Teich sind? Nee. Was schätzt du, wie viele ungefähr? Also ich sage 45, Vanessa behauptet 48. Du, am Ende ist ja, ja... Das ist das Schöne, was du gerade gesagt hast. Du sagst 45, Vanessa behauptet. Das ist schon das geil. Das ist halt der Unterschied. Nee, beim Umzug hätte man dran denken sollen, dass man halt zählt. Aber ja, es waren zu viele Leute da und keiner konnte zählen. Ja. Ja. Ich kenne das. Ich kenn und das so sind dann halt einfach einer nach dem anderen reingekommen. Das ist eine Traumkiefer, muss ich wirklich sagen. Sehr schöne Kissen, sehr schöner Pflegezustand. Ja, top. Er hat wirklich top Bäume bei sich. Hast du die selber ausgesucht oder hat er einfach vorbeigebracht? Nee, ich habe mir einen ausgesucht und zwei hat er dann mitgebracht noch zusätzlich. Also, dass du insgesamt auf 3 kommst. Ja, weil er sagt auch, und das ist so... Gerade Zahlen gehen gar nicht. Ich habe es gerade Vanessa schon gesagt, also ich habe viele Kiefern bei meinen Kunden in den Gärten gesehen in 20 Jahren. Habe auch viele sterben sehen, muss ich ehrlich sagen. Nicht zu viel gießen, nicht zu wenig. Einmal gießen, 2 Tage warten dann. Die darfst du nicht ertränken. Aber, ich weiß nicht, ob ich es im Blog schon mal gesagt habe, irgendwann habe ich den kleinsten gemeinsamen Nenner gefunden, welche Kiefern überleben und immer überlebt haben. Und das sind wirklich die in Teichnähe, weil die Kiefern relativ viel Feuchtigkeit über die Luft aufnehmen. Und das ist denen da gerade in unseren trockenen Sommern wirklich gegeben. Und auch hier, toller Baum. Hat er was gesagt, wie alt die sind, oder? Du, er schätzt zwischen 150 und die vielleicht bis sogar 200-jährig. Aber so, das ist ja alles auch nur dann am Schluss schätzen. Und sind das japanische Gehölze oder Schweizer? Alles nur japanisch. Alles japanisch? Alles, was da an Gehölzern da sind. Das da hinten muss auch irgendein spezieller Bonsai sein, das Gestrüpp da. Das Gestrüpp da. Aber keine Ahnung, wie die heißen. Das hast du selber zugeschnitten? Das haben wir selber gemacht, ja. Das ist cool, funktioniert. Ja, funktioniert, hält. Man sieht nicht mehr viel, aber... Musst du nur gucken, bei manchen wachsen dann von diesen Schwimmern die Algen nach unten. Okay. Das sieht dann aus wie Seetang. Dann habe ich auch mal Algen. Dann hast du auch mal Algen. Wow, und immer noch einen schönen Stein dazu gesetzt, das finde ich, macht es dann auch schon noch aus. Ja. Wenn da neben jedem Baum oder Gehölze ein Stein steht, wertet die Pflanze irgendwie auf, finde ich. Das stimmt. Und wie wirst du den Teich, ach, das ist das zusätzliche Gestrüpp? Ja, das ist auch irgendein Bonsai, keine Ahnung. Das ist eine Azalee? Nee. Doch. Nee. Keine Azalee? Ich habe gesagt, es ist ein spezieller Bonsai, frag mich nicht was. Okay. Aber...
Also für mich sieht das aus wie eine astreine Azalee. Okay. Frag ihn mal. Wie sieht es denn, wenn sie blüht? Aber wobei, du brauchst ihn gar nicht fragen. Wir haben so viele Pflanzen- und Bonsai-Experten unter unseren Zuschauern. Ja, da kriege ich in 2 Tagen kleine Zuschrift. Dann ist ja gut, dann wissen wir, was es ist. Machen wir einen Wettbewerb. Genau, wer kann das Gestrüpp erraten? Das ist eindeutig eine Azalee. Okay. Denke ich. Also. Wir werden es sehen. Mhm. Und da mein künstlicher Stein. Ich habe ihn gerade, glaube ich, zum 10. Mal gefragt, sind die Steine, die sind so perfekt, dass sie echt künstlich aussehen. Habe ich gefragt, ist es Kunst oder echt? Sagt er, Martin, jetzt kennst du mich so langsam. Nee, da käme nie was Künstliches rein. Der hat 1,7 Tonnen. Und der steht nur auf einer Säule, gell? Mhm. Und was ist, wenn man jetzt seitlich draufsteht? Ja, mein... Sollte man nicht tun. Mein Vater hat es gemacht. Der ist etwa 80 Kilo, hat gehalten. Ich mach's nicht. Ich habe ein paar Kilo mehr. Wirst du den Teil auch noch abdecken? Nee. Ja, ich denke es. Ja. Ich muss, wie gesagt, ist das erste Jahr, die erste Saison. Ich muss mal schauen, wie sich das Ganze verhält. Aber wie gesagt, wir haben hier oben ja Wind, viel Wind. Und wenn die Biese kommt bei einer solchen Fläche, habe ich, glaube ich, schon mal gesagt, kühlt das schon relativ schnell aus. Also ich merke den Wind gerade übrigens. Merkst du ihn? Dein Wasser hat sich übrigens noch mal deutlich verbessert in den letzten, wie lange war es jetzt her? 2 Wochen, 3 Wochen? Ja, etwa. Ja. Also ist noch mal deutlich besser geworden und die Fische sind wirklich, also für einen neuen Teich, herausragend gut drauf. Die sind genial, die stehen den ganzen Tag da. Egal in welcher Ecke du stehst, die kommen und wollen fressen. Und kannst du auch schon sagen, wie viele sich gerne unter Abdeckung aufhalten? Sind sie oft unten drunter? Nee. Hey, die schwimmen immer da im Freien. Es gibt die 2, 3 Spezies, die man in jedem Kollegenkreis hat. Und in jedem Kollegenkreis. Und die setzen sich da runter. Aber sobald es Food gibt, kommen die auch ran. An der Luftwärmepumpe hast du noch keine drin, gell? Machst du auch nicht? Brauche ich auch nicht. Ich werde meinen Rahmen da unten heizen, wo die Biotonnen drinstehen. Okay, und dann, die heizen sich auf, das sind 4 Stück. Die riechen Oberfläche. Dann hast du immer 6, 7, 8 Grad. Da werde ich schon halten können, denke ich. Und sonst reagiere ich dann, wenn es soweit ist. Einer der besten Ojiba, die Konishi je gezüchtet hat. Wenn nicht sogar der beste. Absolute Brown. Super cool. Super cool gsi. Und mit der Filteranlage bist du auch noch zufrieden? Ja, tipptopp. Immer alles noch beim Alten. Es läuft. Ich hatte einmal ein Problem mit meinem Trommler, als du da warst, blocken und einfach alles aufgerissen hast. Und dann läuft das Ding natürlich nicht mehr weiter, weil du den Deckel nicht mehr aufgemacht hast. Und dann war Luft in den Rohrleitungen, glaube ich, oder irgend sowas. Wie? Die Pumpen haben, glaube ich, Luft gezogen. Ja, aber die Expert, die hörte dann auf, wenn sie Luft zieht. Und dann habe ich gesagt, typisch Martin, passt auf nach jedem Block. Ja, genau. Wenn Martin da war, dass alles wieder funktioniert, wie es muss. Das stimmt. Und das haben wir dann gemacht und es läuft und läuft. Wie ein Schweizer Uhrwerk. Was hast du da jetzt gemacht? Von Skimmer eine automatische Schließung? Die war schon, die muss ich noch anschließen, ja. War die das letzte Mal schon? Ja, die war das letzte Mal schon. Nicht. Doch, ist so. Falscher Tag, weh. Taxi. Im Prinzip kann man die dann steuern, wenn man füttert. Was kostet so ein Schieber? Keine Ahnung, Geld. Okay. Aber wie viel? Die hat mir einen Kumpel aus dem Facebook gemacht, hab dann nochmal nachbestellt und der hat mir die geschickt, einwandfrei. Aber was die jetzt kosten, weiß ich. Der macht dann noch eine Steuerung, wo du auf den Knopf drückst und dann geht die Skimmer zu. Das bringe ich selber noch hin. Ach stimmt. Komm, wir machen mal Werbung, wenn Sie in Zürich nicht. Und Umgebung leben. Elektro Christoph ist die Adresse für. Genau. Elektro, was machst du alles? Auch Industrie? Ja, gell? Alles. Und solches Zeugs und so macht Spaß. Ja. Ja. Und das Coole ist, wir können dann den Teichbau verbinden mit der Elektro-Geschichte. Ja. Machen eigentlich alles dann aus einer Hand. Cool. In deiner Filterkammer ist auch noch alles. Da kannst du dich jetzt drauf freuen. Wie heißt der Baum? Keine Ahnung. Das wird jetzt Feuerorange. Das ist das schönste Herbstlaub überhaupt. Das okay. Enchiantus. Das wird mega. Da wirst du noch ganz viele überall hinstellen. Weil's so heute kommt da noch die Türe rein. Ja. Und dann ist das mal abgedichtet. Hier haben wir noch die Bewässerungsanlage da nachgerüstet. Ah. Aber nicht mit Teichwasser, oder? Nee. Machst du nicht den Scheiß? Nee, mache ich Leitungswasser. Ja. Auch hier sieht man elektrisch alles einwandfrei. Wow. Wie es halt sein muss. Das hat er echt schön gemacht.
Und da läuft auch alles. Schöne Kabelbritsche, oder wie heißt das? Ja. Kabelkanal, wie auch immer. Sehr schön. Ja, da muss man schon ein bisschen Wert drauf legen, oder? Wenn man Auge ist mit. Ja, ist so. Und ich muss mich manchmal wundern, muss ich ganz ehrlich sagen, da haben die Leute im perfekten Teich alles und dann in der Filterkammer einfach so Steckdosen an die Wand gedübelt. Nee, und vor allem, wenn ich dann noch die Jacke anhabe und mit einem da reinlaufe und das sieht aus wie Müll. Die laufen nur mit 50% alle. Im Moment läuft alles mit 50%. Ich denke, ich wälze so rund 70.000 um. Ja. Das genügt völlig. Wahnsinn. Weil wenn man und du sieht, hast Reserven nach oben. Ja, und wenn man sieht, das ist ja kein Krümel fast. Und da kommt richtig Musik raus. Ha? Da kommt richtig Musik raus. Ja. Oh ja. Doch. Geil, UV-Lampen laufen auch alle. Bin echt happy, ist gut geglückt. Cool ist auch, der Raum kann man da aufheizen, das ist eine riesen Oberfläche. Du heizt gerade schon, oder? Ich heize schon, habe da eine riesen Oberfläche von den Biotüren, die Wärme auch aufnehmen können. Und wie gesagt, auch bei diesem Wetter jetzt, wo wir vielleicht 4-5 Grad haben in der Nacht, Hälfte abgedeckt, ich heize sonst nicht zu, ich heize nur diesen Raum, fallen wir nicht unter 17 Grad im Moment. Cool. Und kann sie auch halten über Nacht. Jo, doch, gefällt mir alles sehr gut. Und ich freue mich für euch, für Vanessa und dich, dass, ach guck mal, jetzt kommen wir hier raus, Sonnenschein, ja. Blauer Himmel. Wahnsinn. Das ist wie in der Karibik, guck mal. Ja. Nee, aber auch die Fotos teilweise sind schon fast kitschig, wenn ich da abends mit meinem iPhone irgendein Foto mache. Fast so schön. Habt ihr euren wie heißt es, Feuerring schon ausprobiert? Ja, schon zweimal. Ist es der Original? Was heißt das? Gibt's das? Doch die, die es mal erfunden haben oder wo es zuerst rausgebracht hat. Wer hat es erfunden? Die Schweizer? Nee, ist kein Fall. Jetzt habe ich extra den Deckel drauf gemacht, weil er nicht geputzt ist und jetzt machst du da ja, hallo, auf, wer putzt denn sowas? Macht doch kein Mensch. Das ist der Klassiker, bei den ersten drei Mal putzt man das noch. Aber das ist ja auch so ein Ding, ich meine, braucht halt einfach Zeit. Ja. Das Holz ist teuer. Ja. Also wenn nur für eine Bratwurst ja, das stimmt, lohnt sich das fast nicht. Komm, jetzt schauen wir noch eure Aussichten nochmal an. Die ist echt traumhaft. Und der Rollrasen ist ja auch alles fertig. Ja, ist echt ein Traum, wenn man da auf der Terrasse sitzt und da über den Teich jetzt neu auf die Mädchenkiefer und in die Weite sehen kann. Mädchen? Ist ein Privileg. Das ist wirklich so. Finde ich. Muss man dankbar sein. Aber ich habe ja eigentlich, wir haben ja das Haus eigentlich auch nur erworben wegen dieser Aussicht und dass hier dann ein Teich hinkommt. Hursche! Ja, und jetzt ist es fast soweit. Jetzt bin ich mir am Überlegen, was wir als Nächstes machen können. Wie hast du immer zu mir gesagt, du brauchst immer ein Projekt, gell? Ich muss wieder was machen. Wo du noch in Birmensdorf gewohnt hast, hast du permanent an deiner Koi-Lounge gebaut. Die ist jetzt fertig, hier ist fertig. Hast du schon was im Auge? Ja, komm, eine Harley umbauen oder ein Auto oder sowas. Ich das wäre doch deins. Nee. Ich bin überhaupt kein Schrauber, überhaupt nicht. Aber ich habe 2-3 Projekte von Kunden, die angefragt haben. Und jetzt schauen wir mal, was wir da machen. Also Teichprojekte. Genau. Lass mich es rechtzeitig wissen. Ich habe mit deinem Philipp besprochen, dass ich alle 4-6 Wochen mal einen Tag komme. Ja. Und wir dann eine Schweiz-Rundreise machen. Dann schauen wir uns einmal die schöne Schweiz an, werden unterwegs mal anhalten. Was für schöne Teiche wir in der Schweiz haben und viele Konischifische inzwischen. Und vor allem, was ihr für eine schöne Landschaft habt, weil ich muss ganz ehrlich sagen, ich wundere mich, wo die Leute immer in Urlaub hinfahren. Die wissen gar nicht, wie schön die Schweiz vor der Haustüre ist. Ja, und jetzt bei Covid merkt man das erst recht. Ja. Wenn man ein schönes Zuhause hat und einen schönen Teich. Und das hat man auch gemerkt diese Saison, dass die Leute halt gerne mal zu Hause bleiben. Und gar nicht den Stress damit haben. Ich glaube, Poolbauer bekommen gar kein Material mehr in der Schweiz, weil alles. Ja. Das ist ein Ableger. Ist der Teich undicht? Da kommen die tolle Frösche her. Sind die laut? Nee, da hörst du fast nichts. Cool ist, er hat kleinere Fische als ich, also geht der Reiher eher darunter als zu mir. Und bei der Teich ist gut getarnt. Man muss immer alles positiv sehen. Das stimmt. Nee, der saß auch schon da drüben auf dem Dach. Ja?
aber lange nicht mehr gesehen. Und ich glaube, er hat Angst da, wenn er da drüber schwimmt. Der Chauzuri hat ihn gefressen. Geil, Philipp. Ich freue mich natürlich, wenn alles noch ein bisschen wächst. Jetzt ist natürlich alles noch relativ neu und man sieht noch Erde. Das schwarze Gras ist cool. Das muss ich jetzt zuerst zudichten, abdichten oder wie man immer sagt. Bin ich gespannt, ob dein Stammmus, ob das was wird. Ich auch. Manchmal wird es super, manchmal wird es gar nichts. Aber darum haben wir auch gesagt, komm, wir machen noch ein Bewässerungssystem rein. Also der ganze Garten ist bewässert. Ja. Und, aber das, ja, wie gesagt, ist ein Ausprobieren. Ist so. Auch der Ahorn da in der Ecke ist schön. Das finde ich besonders geil. wer hat die Vorlage gemacht? Philipp hat den Karton geschnitten, habe ihm den Auftrag gegeben. Geil. Hopp, hopp. Ich hab halt immer so komische Ideen und dann. Das ist doch witzig. Irgendeiner muss sie umsetzen. Aha. Aber mit dem Holz feuerst du nicht den Grill, oder? Nee. Das ist jetzt fast schon viel wert. Auch ein schöner Ahorn. Ja, Philipp, wir werden ja immer mal wieder da sein. Ja, hoffe es. Und doch, darfst du dir ganz sicher sein. Danke dir. Danke dir. Und Glückwunsch, dass du es geschafft hast. Vielen hinter dich gebracht. Das erste Mal, wo du mir von dem Projekt erzählt hast, war vor 3 Jahren. Ja. Und jetzt ist es soweit. Jetzt ist es soweit. Krass. Geil. Also, cool. Hau rein. Danke. Ja, ciao. Tschüss.